Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Secret of Mana 2. Hört euch einmal jetzt die Musik an. So, das haben wir alles schon geredet im letzten Part. Wer das verpasst hat. Ihr seid scheiße. Braucht man nicht. Also im letzten Part. Sieht ein bisschen aus wie Wario, oder? Kann es sein? Was für Wario? Von der Fresse. Nein! Die ist tot. Boah, also jeder, der jetzt die Synchronisation hören will, der kann den letzten Part anschauen, der muss den letzten Part anschauen. Und ja. Ja, also das hat bewiesen, ich bin... So, dann gehe ich ganz schnell. Ach, der darf als erstes sogar abbrechen. Nee, das war von alles von der Story. Ach so, ja. Er ist tot. Mein Vater ist tot und meine Schwester alle. Vor allem, wo kommt die Fee her? Die ist doch tot. Nee, die wird auch nur weggeschubst. Ha, geschubst. Ich spam schon mal X. So, hier nochmal ein Safe State. So, und jetzt kann's losgehen. Genau, und dann bekommen wir direkt, so. Bekommen wir alle direkt die Stärke. So, jetzt machen wir ein Safe. Ja, Heck. Nee, wofür? Jetzt halt hier alles stark. Außer du. Mal, Klaus kann schon direkt angreifen, Alter. Mit der Ultra-Attacke. So, und jetzt kriegt er auf die Schnauze, Alter. Bam, du kleiner Hurensohn. Boah, komm her, denkst du, Alter, der hat die 300 Damage gemacht. Ja, und das juckt mich nicht, das hält mich nicht davon aus. So, jetzt kommt Klaus. Jetzt komm ich! Friss das, du Hurensohn! Tot. Boah, Alter! 800! Das hat 800 Damage gemacht! Tot, was sagst du dazu? So, wir sind tot. Ich greife ihn in die Fresse an, Klaus attackiert seinen Fuß. Der ist tot. Tot. Ja, jetzt ist er tot, achte mal. Jetzt ist er tot. Chopper stirbt jetzt schon, das ist so ein lamer Boss. So lame wie Gnorti geht's eh nicht. Gnorti. Ja, Gnorti. Okay, warte. So ach du Scheiße. Nee, aber RPG-Bosse sind immer schwieriger. Merkt man auch immer eigentlich. Jump'n'Run-Bosse können gar nicht so schwer sein wie RPG-Bosse. So, an sich brauchst nur du jetzt eigentlich wirklich was. Beim RPG sind die immer so angepasst, weißt du? Ey, bei Jump'n'Run ist es halt immer... Kommen wir ärgern Remco und sagen, scheiße, mach die Farm jetzt anders, wir wollen doch Feuer als Wolf da drauf haben. Muss er alles ändern. Zerprang. Der ist tot. Tot. Ah, der hat sich schon geändert, ne? Das ist ja gut. 800 Damage. Lol, der hat mich gerade angegriffen, aber das hat nicht gezählt, weil ich dann auf B gedrückt habe. Was macht der? Unsichtbarkeit. Tot. Ich hab noch full life, Alter. Tot. Sag's dazu. Ja, wir schaffen es. Ja, der hat 410 an Klaus gemacht.
Sorry, aber ich muss Klaus heilen. Ja, mach das. Ja, ich bin noch full live, Alter. Guck mal, ich kämpfe mich hier durch, Alter. Der kassiert so richtig. Der kassiert von mir. Weil der weiß, ich bin die Respektperson hier. Nicht der. So, und jetzt gibt's wieder auf die Schnauze. Nee, das ist fuck, der macht jetzt Maximum AP weg. Und es macht übelst viel Damage. Guck. Einfach aufpassen. Ich glaube, der geht jetzt nach unten, ne? Ja, genau. So, hier schon mal hinstellen. Bam! Du Hurensohn! Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass dieser Boss hier mehrere Musik haben soll. Ja, der jetzt drei ist er, glaube ich, Musik. Bedrohlicher geworden als am Anfang. Hör, ich wurde weggeschmissen, Betrug. Ich wundere mich, warum ich denen keinen Schaden mache. Warum mein Balken sich da oben nicht füllt. Hallo? Fuck, Klaus ist tot. Boah, ich bin aufgeregt, Alter. Komm. Du musst Lebenswasser einsetzen. Guck, hier hört sich die Musik irgendwie anders an. Was machst du? Ja, stimmt. Ich glaube, die Musik hat sich jetzt gerade geändert, ein bisschen. Oder? Klingt aber auch schon. Warum auf mich? Scheiß auf, wenn du abkratzt, dann bin ich da. Keine Angst. Nö, wir brauchen nicht abkratzen. Wir haben genug Kraftwasser. Und es heilt auch übelst viel eigentlich. Oh oh. Tot. Das war, glaube ich, die Attacke, die 400 Damage gemacht hat. Sauber, wir leben noch. Aber wir haben jetzt unser Leben wieder. Jetzt geht's weiter. Hier sind wir gestorben letztens. Safe State. Hey, der hat wieder Damage gemacht. Was machst du? Mir hat er am meisten abgezogen. Dann mach du deine Wunderkraft oder so auf mich. Und du lebst doch noch. Ja, aber er hat mir so viel abgezogen, hallo? Ich will jetzt auch mal ein bisschen angreifen. So, ich mach dir gleich. Ich halte dich voll. Jetzt so! Mach erstmal die Attacke und dann kannst du dein Leben wieder haben. So, du holst einen Tod. So. Ich bin der Kämpfer, du bist der, der alle heilt, so gesehen, mitkämpft. Wir nutzen dich nur aus. Wir sind die Helden. Wir kämpfen. Du nicht. Weil du gammelig bist. Ah, Freunde. Ich freue mich schon auf den Einser-Teil. Der hat hoffentlich auch so epische Musik. Weil Jock und ich haben vorhin im Teamspeak so ein bisschen über die Musik geredet. So welche geil war. Und er mag die hier von Mana am meisten. Ja, die ist ja auch geil. Ich finde die von Yard gut oder von der Drachenhöhle. Die hat mich jetzt überzeugt eigentlich. Fein. Krittest du eigentlich? Machst du richtig kritischen Schaden an dem? Ja, manchmal. Au! Ich würde sagen, ich pack noch mal auf mich und dich. Oh oh. Okay, der hat Kraft drauf gemacht. Das ist böse. Ja, ich habe auch Kraft drauf. Du jetzt auch. Nein, nicht auf mich. Und jetzt mach mal einen fertig den Arsch. Tot. Ist doch ein geiler Boss, oder? Ah, jetzt macht er... Nee, das macht viel Damage. Viel Damage muss mich schon wieder X drücken, X drücken. Ey, macht doch gar nicht. Doch, wir haben alle. Der macht das Wetten, macht das, dass er jetzt gleich wieder eine macht. Ja, Gefangener.
Genau. Das habe ich schon mal vorgeheilt. So, Feuer. Klaus ist tot. Lol, der fällt jetzt erst um. Gut, dass ich euch schon geheilt habe. Boah. Ich bin der Stärkste von euch so gesehen und ich teile meine Kraft mit euch. Das ist doch Weltklasse. Warum? Ich habe mehr Stärke als du. Meine Kraft macht dich aber noch stärker. Das rasiert den. Vom 800 Damage. Bam, der hat jetzt eine Klatsche gekriegt von mir. Jetzt ist er so rot. Ich mach den eigentlich immer 100 Damage, glaube ich. Nur mit meiner Magie mache ich nicht so viel. Schon wieder tot. Mensch, Klaus. Reiß dich mal zusammen. Heul nicht so rum. Klaus, heul nicht. Boah, ich muss mich zurücklehnen, Alter. Das wird jetzt. Ich muss mich konzentrieren. Klaus macht den voll übelst viel. Mega Flamme. Okay, was soll? Wie viel macht das aus? Oh, bitte nicht so viel Damage, ey. Ja. Nee, das ist Kraftwasser, gut. Jetzt haut er wieder nach unten ab, oder was? Ja, kleine Muschi. Voll. Wieso treffe ich den nie? Ja, geh nur auf mich. Ja, 500 Heck. Der ist jetzt tot. Heck, Heck. Ich konnte meine Attacke nicht einsetzen. Kann jetzt endlich mal meine Attacke einsetzen. Danke! Tot. Lol, Eisdrache.
Ja! Hä? Ich bin tot. Was? Neue Phase? Nein! Ich bin ein Gott! Ich kann nicht sterben! Lol. Fee! Danke für deine starke Moral. Aber der Mana-Baum ist tot und Mana ist verschwunden. Ich werde deswegen auch gehen. Ich kannte dich nicht lange. Aber danke für alles. Warte! Geh nicht! Nein, keine Sorge. Ich werde zurückkehren. Als die neue Göttin. Wirklich? Die Fee ist der Same des Mana-Blumes. Baumes. Wenn sie die drei Helden trifft, die an sie glauben, wird sie die neue Göttin. Vergesst mich nicht. Und erzählt euren Kindern von mir. Dann denn in 1000 Jahren wird Mana zu euch zurückkehren. Wir müssen uns nun voneinander verabschieden. Lasst das Mana-Schwert in euch scheinen. Ja, wo fliegt der Typ hin? Hallo, Feier! Man hört Feier nicht. Hallo. Ja, warum hast du nicht geredet? Hab ich doch! Was denn nett? Wir haben das Mikrofon aus. Ja, synchronisier jetzt. Ja. Klaus, alles in Ordnung. Sie ist nun... Ey, alle warten auf uns bei der Festung. Lasst uns gehen. Jetzt konnte ich es nicht synchronisieren. Scheiße. Vater! Jessica, Klaus! Ich fühlte mich wie in einem Albtraum. In Erinnerung an Adler. Werde ich die... Navarre Diebesgilde stark halten. Auf die Kraft des Mana können wir uns nicht mehr verlassen. Wir müssen etwas Neues finden. Sorry. Diese Wüste war einst ein saftiger grüner Wald. Wir können den Regen zurückbringen. König, wegen Karl! Mein Sohn. Solche Wut, aber ohne Disziplin. Karl! Karl! Karl lebt! Aber wieso? Sein Tod war eine Illusion. Die dunkle Magie war schuld. Dann hab ich's aber umsonst gemacht! Bieskönig, ich! Du warst schon seit Kindestagen schwach.
Vielleicht wegen mangelnder Mutterliebe. Doch Wut ist eine starke Waffe. Mit ihr kannst du jede Schwäche besiegen. Man sollte dich extra stark werden lassen mit der Wut. Unser Weg war einst steinig. Unter meiner Führung wurde Wut zu unserer Stärke. Nun bist du Feuer auf dem Weg zu deiner Freiheit. Zeig mir deine Stärke. Kämpfe für das, woran du glaubst, Feuer. Ich werde es tun. Und eines Tages den Thron übernehmen. Dein Glaube ist stark, aber du kannst mich noch nicht besiegen. Nun geh. Karl lebt, ja. Und jetzt du. Karl und ich, Freunde. Nun, jeder ist Karls Freund. Immer mehr und mehr Freunde. Großer Bruder ist zurück. Joker, du bist zurück. Ich hatte Angst. Wendy, Tante Stella. Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Es ist nun alles vorbei. Entschuldige dich nicht. Geh und sprich mit König Richard, er wartet auf dich. Joker, deine Mission war sehr schwer. Doch du warst erfolgreich. Die Seele von Loki, den goldenen Ritter, lebt in dir, Joker. Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Wanda hat unsere Welt verlassen. Joker, ich frage dich nochmal, willst du uns beitreten? Als goldener Ritter. Eure Majestät. Ja. Jetzt bist du goldener Ritter. Bestimmt siehst du anders aus jetzt wieder. Alle bitte Feuerzeuge rausholen und hin und her springen. So, Freunde, das war's. Da sind die Credits, Jungs. Und ja, das war das Story-Finale. Oh, Leute, das war geil. Alles war wieder gut. Karl ist zurück zu mir gekehrt. Ich hab ihn aber auf jeden Fall, es gibt ja noch auf meinen Schoß. Aber es gibt auf jeden Fall noch, da sind auch noch ein paar Fragen offen, weil alles Böse in der Welt ist jetzt nicht kaputt. Es gab ja noch ein paar Bösewichte, die haben wir noch nicht besiegt. Vielleicht Special Parts, hä? Fragezeichen, wer weiß. Ich weiß es nicht, ob da jetzt irgendwas noch kommt. Ich denke mal, das wär's. Das war's. Ich denke, das ist es gewesen vom Spiel. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas dazu kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich denke aber eher nicht.
Auf jeden Fall können wir unsere Meinung schon mal zu diesem Spiel äußern, weil jetzt sind die Credits da und ja, auf jeden Fall, ich fand das Spiel richtig geil. Ich habe das ja als Kind gespielt. Ich habe soweit ich, ja, eigentlich habt ihr das sogar mitbekommen in einem Part, habe ich gesagt, wie weit ich gekommen bin, und zwar bei diesem Labyrinthwald da, wo das Elfendorf Dior ist, weil ich den Tipp ja nicht bekommen habe mit den roten Rosen. Ja, da konnte ich nicht weiter. Bis dahin habe ich auf jeden Fall gespielt gehabt und der Rest war blind und ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Ich habe das Spiel jetzt durchgespielt in Fire und ich bin an sich froh, dass ich das endlich mal jetzt hinter mir gebracht habe, weil ich habe es ja nie durchgespielt und es war einer meiner Lieblingsspiele schon damals schon. Und ich musste es ja irgendwann mal durchspielen, weil ich meine, ich habe ja gesagt, es ist einer meiner Lieblingsspiele und ich möchte es auch mal ganz gesehen haben. Und ja, jetzt haben wir es ganz gesehen, wir haben es mit euch erlebt, gemeinsam. Und an sich, ihr könnt ja auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt. Ist eure Sache. Auf jeden Fall, ich fand das Spiel sowieso schon Weltklasse und ja, geile Musik, Manaland, geil. Geile Musik. Den kann ich mich nur anschließen. Ja, und jetzt deine Meinung. Ja, ich hab das Spiel von Anfang an ja noch gar nicht gekannt. Hab mir Joker gesagt, ich hab das schon als Kind gespielt und so. Das könnte man im Multiplayer spielen. Ja, ja, das haben wir genau dann ausprobiert, ob das genau dann auch wirklich geht. Wir mussten halt, ja, den Anfang spielt man halt alleine, ist ja so, bis man den zweiten Charakter trifft, und da hat Fire dann gesagt, ja, ich kann mich ja wirklich bewegen, und dann dachten wir uns, ja, machen wir das halt in Together, weil es ist viel spaßiger zu zweit, als jetzt alleine das Spiel zu spielen, weil die Computer meistens sehr scheiße sind. Ich fand auch, die Story war gut, dass auch am Ende alles gut lief. Und dass auch die Musik so episch ist, das war ja zu erwarten, weil Nintendo generell oder so hat immer geile Musik parat. Vor allem auch bei dem Spiel, ich fand die im Drachenhöhle oder auch jetzt vom Mana oder von Yard voll gut gemacht. Auch hat mir auch mal den ein oder anderen Tag versüßt, so mit einem Ohrwurm davon, und es war richtig episch. Und ja, die Kämpfe an sich fand ich auch ein gutes, dass das gut gemacht wurde, ne, ist auch ein gutes Schema, nicht so wie andere RPGs. Oh, da steht Aro Miyamoto, genau. Und ja, ich fand's eigentlich richtig geil eigentlich, also dafür, dass ich's noch nicht kannte, ja, war mal was Neues und so, und ich bin froh, dass wir das jetzt durch haben. Wir werden ja, wie gesagt, gucken, ob wir noch was machen können, und dann machen wir extra Parts dazu und ja, mal gucken. An sich wäre das Spiel, glaube ich, auch am besten, wenn man so dritt gespielt hätte. Ja, aber wäre, glaube ich, das Optimale, aber ja, Remco ist ja nie da. Klaus war aber nicht schlecht, sagen wir es so. Er hat gut gekämpft am Ende auch, weil mit seiner Kraft und so alles, das ihm verliehen wurde, und ja. Ja, Remco ist ja nie da, also. Haben das Beste, was geht, gehabt. Und ja. Ich fand schade, dass ich nicht so eine Superwaffe oder sowas bekommen habe, sondern du. Was habe ich denn bekommen? Du hast doch da die Sachen gekommen aus den einen Samen da. Ach so. Ja, was willst du machen? Ich habe doch nur das Schwert bekommen, genau. Glaube ich. Das Ende. Wir haben es geschafft. Ja, Remco ist ja nie da und ja. No? Wir werden Secret of Mana 1 auch bald anfangen. Vielleicht erstmal ein anderes Projekt erstmal machen. Weil wir nehmen das gerade auf. Wir haben es jetzt schon so gesehen durch. Aber wir haben es doch keinen einzigen Part hochgeladen. Okay, wenn ihr das seht, ja, ne. Aber Zeitraum 18. April um 17.52 Uhr durchgespielt. Und ja, es war einfach klasse. Einfach, ich freue mich schon auf den ersten Teil. Hoffentlich gibt es dann auch wieder Weltklasse Musik, eine geile Story, geile Charaktere, geile Waffen, geile Kämpfe oder so. Und ja, dass das uns wieder einige Stunden Spiel Spaß bringt. Das soll meine Meinung gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und ja, wir gucken da mal, was jetzt passiert. Wir können ja, glaube ich, A drücken oder so. Nö, wir können gar nichts drücken. Was soll denn der Schrott? Ja, dann war's das wirklich. Dann gibt's keine extra Parts. Wir warten jetzt einfach.
kommt jetzt immer der Screen, wenn man das auswählt. Na nö, an sich, es passiert nichts. Es muss heißen, dass es das Ende ist und ja, man sollte die Konsole ausschalten. Na, das können wir ja mal machen und dann mal gucken, was dann passiert, wenn man wieder reingeht. Brauchen wir gar nicht, weil das dann nicht gespeichert ist. Genau, also, es war einfach geil. Geile Zeit. Haben es doch in den Ferien geschafft, in 2 Wochen durchgespielt insgesamt. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im anderen Projekt wieder, meine Damen und Herren. Haut rein. Ciao. Ciao.